Yo Leute, Sini am Start und willkommen zu meiner Review des neuesten Nanatsu no Taizai Kapitels. Wir sind wieder am Start mit einem neuen Chapter zu Seven Deadly Sins, nämlich Kapitel 314. Und mit diesem Kapitel steigen wir so langsam in den vielleicht Endkampf ein. Ja, König Zaydrus gegen Meliodas. Die beiden Dämonenkönige stehen sich jetzt gegenüber. Elizabeth ist auch dabei, aber die macht in diesem Kapitel gar nichts. Und bevor ich mit diesem Chapter anfange, möchte ich erstmal generell was zu diesem Kapitel sagen. Und zwar ist dieses Kapitel, ganz ehrlich, so ziemlich das kürzeste Chapter, das ich jemals von Seven Deadly Sins gelesen habe, beziehungsweise seit ich in den Manga eingestiegen bin, ist das so ziemlich das kürzeste Kapitel generell. Ja, also auf den ersten Blick passiert hier gar nichts. Auf den ersten Blick sind das Gefühl 2-3 Seiten und mehr nicht. Das ist wirklich das kürzeste Chapter, das ich bislang von Seven Deadly Sins gesehen habe. Ohne Spaß, aber wenn man sich ein bisschen den Inhalt anschaut, dann wird man feststellen, okay, das könnte ganz interessant werden. Da gibt es auf jeden Fall einige Punkte, worüber man sprechen kann. Auch im Hinblick auf die letzten paar Kapitel und so weiter. Vor allem im Hinblick auf das letzte Chapter mit Escano und Arthur, was ich da letzte Woche thematisiert hatte. Das wird auf jeden Fall ganz interessant werden. Aber wir kommen jetzt auf dieses Chapter, auf dieses sehr, sehr kurze Kapitel zu sprechen. Und zwar sind wir ja bei Salisbury. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist diese britannische Stadt nahe von Camelot. Das wird jetzt hier in diesem Kapitel auch gesagt, dass das in der Nähe von Camelot ist und das ist auch ein ganz bedeutsamer See, auf dem Zaydrus, Meliodas und Elizabeth halt kämpfen. Die sind ja auf diesem See, der sehr, sehr magisch sein soll. Und dieser See ist anscheinend wichtig für Arthur, weil das Schwert Excalibur an den ersten König von einer Hexe des Sees an diesen König weitergegeben wurde. Das heißt, diese ganze Geschichte rund um Arthur und um den König, was Mama Hawk letzte Woche so ein bisschen erzählt hatte gegenüber Hawk, das wird hier wahrscheinlich für den Kampf gegen Zaydrus bzw. gegen den Dämonenkönig wichtig sein, wo ich definitiv die Hoffnung habe, dass Arthur hier auch gut eingesetzt werden kann. Vielleicht nicht unbedingt so Aspul-mäßig, aber dass er nicht für die Induras verschwendet wird. Weil gerade letztes Mal war so ein bisschen die Frage, okay, wie willst du Arthur jetzt einsetzen für den weiteren Verlauf? Es gibt ja eigentlich nur zwei Richtungen. Entweder er kämpft wirklich gegen den Dämonenkönig, also gegen Zaydrus oder gegen irgendwas, was sich daraus dann später entwickelt. Angenommen, der Dämonenkönig kriegt einen eigenen neuen Körper und Zaydrus wird befreit oder so. Das kann ja alles irgendwie sein. Was weiß ich, dass Arthur dann mit dazu stoßen kann und dann mit Zaydrus und Meliodas kämpfen kann, dass er halt in diesen Kampf reinkommt und dafür eingesetzt wird. Oder man benutzt Arthur für die Induras, wo die Seven Deadly Sins halt sind, also die restlichen Sins halt, Bann und so weiter, dass Arthur dahin geht und die Induras platt macht. Je nachdem, was da für Induras kommen, was da für Charaktere einfach noch für uns revealed werden, was da noch für Leute kommen, dass Arthur dafür quasi in Anführungsstrichen verschwendet wird. Ich hatte gesehen in einigen Foren und in einigen Diskussionen von den Leuten, dass viele es nicht so sehr feiern, dass Arthur wiederkommt, dass viele meckern sind aktuell, dass er halt nicht beendet wurde, aber das ist halt so eine Sache, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das war ja von vornherein klar. Nakaba hat das ja die ganze Zeit in indirekter Art und Weise kommuniziert, dass Arthur ein wichtiger Charakter ist und dass er definitiv nicht beendet wird. Ist. Das habe ich ja schon vor vielen, vielen Kapiteln, vor vielen Monaten, letztes Jahr schon viele Videos dazu gemacht und immer wieder gepredigt, dass Arthur halt nicht tot ist. Und dementsprechend kriegen wir jetzt hier die Quittung, oder die Leute, die das halt nicht wahrhaben wollten, kriegen jetzt halt die Quittung und sehen halt, okay, dieser Charakter wird definitiv nochmal thematisiert. Viele Leute mögen das nicht. Ich sehe natürlich auch immer bei mir in den Kommentaren, dass einige Leute mal fragen, ja, warum feierst du Arthur denn überhaupt so? Der hat ja in der Serie eigentlich gar nichts gerissen und so weiter. Und das kann man definitiv nachvollziehen. Aus Nanatsu no Taizai, aus der Geschichte oder aus dem Manga generell, alles, was bisher passiert ist, kann man natürlich sagen, Arthur ist nicht so der krasseste Charakter.
oder es ist bisher natürlich nicht viel mit ihm geschehen. Man kann nicht wirklich sagen oder man hat nicht wirklich Szenen, wo man sagen kann, dass er gewisse mega heftige Szenen hatte in der Vergangenheit. Und da gibt es definitiv andere Charaktere, die da einfach besser weggekommen sind. Das kann man definitiv nachvollziehen und das ist auch klar. Aber meines Erachtens nach ist Arthur einfach ein Charakter, der aufgrund der arthurischen Legende wichtig für diese Story ist. Jeder der Seven Deadly Sins hat seine Wichtigkeit in dieser arthurischen Legende. Okay, vielleicht nicht unbedingt alle, aber die wichtigsten. Ja, Meliodas, Ban, Escanor und so weiter. Es gibt die unterschiedlichsten Charaktere, die auch hier in Seven Deadly Sins vorkommen. Und es ist eine berechtigte Stellung, dass man König Artus einfach später noch in dieser Story haben wird, wenn die ganze arthurische Legende halt einfach quasi einen Grundbaustein abliefert. Das ist halt einfach so, dass man ihn hier in dieser Story nicht beendet oder ihn einfach in der Hälfte schon abschreibt und tot lässt, das macht absolut von vorne bis hinten keinen Sinn, weil er quasi so die Quelle des Ganzen ist, beziehungsweise Arthur ist so der Grundbaustein oder er ist halt der wahre Held von dieser gesamten Geschichte. Natürlich heißt Nanatsu no Taizai nicht die Abenteuer von König Artus, das ist klar, aber es musste natürlich auch nicht im direkten Sinne um die Seven Deadly Sins im Allgemeinen gehen. Natürlich ist das die Geschichte von den Seven Deadly Sins, aber es geht natürlich auch um König Arthur, weil der ist einfach so der indirekte Kern des Ganzen und derjenige, der den Krieg quasi zum Frieden bringen wird oder beenden wird oder der halt auch einen großen Teil damit reinspielt. Und das sehen wir in diesem Kapitel halt auch zu gut. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass einige Leute hingehen und sagen, dass Arthur jetzt ein Ass-Pull-Power-Up kriegen wird, dass das natürlich jetzt ein bisschen bescheuert wäre, wenn Arthur einfach mitten in den Kampf reinplatzen würde und auf einmal wäre er der Charakter, der den Dämonenkönig auf einmal einfach besiegen kann. Das würde ich schon verstehen, weil man muss einfach sagen, das Ganze wäre schon ein bisschen komisch, wenn auf einmal Meliodas keine Chance mehr hätte. Escanor hätte keine Chance mehr, die ganzen Charaktere sind irgendwie alle am Arsch und dann kommt Arthur rein mit einer neuen Kraft, die er dazu bekommen hat, einfach aus dem Nichts, so gefühlt und dann den Dämonenkönig one-shottet. Das ist natürlich nicht die feine Art, das kann man schon nachvollziehen, aber man muss auf der anderen Seite auch hingehen und sagen, das Ganze ist kein Ass-Pull, weil Arthur schon die ganze Zeit seine magische Kraft nicht hatte und man immer wieder gesagt hat, wenn er diese hat, dann wird er übertrieben heftig sein. Und das ist halt das, was sein Schicksal in ihm trägt. Ja, das ist das, was ihn so wichtig macht. Excalibur, die ganze magische Kraft, die er später noch kriegen wird und so weiter. Er ist dieses Kind der Hoffnung, dieses Schicksalskind und so weiter, das Kind der Prophezeiung aus Nanatsu no Taizai, wenn man so möchte. Er ist ganz, ganz wichtig für diese gesamte Geschichte und das wird man jetzt in der Zukunft näher erfahren können. Und da kommt so eigentlich langsam die Quittung für die Leute, die das halt die ganze Zeit über nicht wahrhaben wollten. Ich finde, es ist kein richtiger Fake-Tod in dem Sinne, die Zuschauer halt zu trollen oder zu verarschen, so Fairytale-mäßig, dass man wirklich denkt, die Charaktere sind tot, sondern für mich war das hier einfach nur ein Moment, um zu zeigen, okay, Arthur ist wichtig, also zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, es ist ein Moment für die Zukunft bereitgestellt worden, aber hier noch kein Zeitpunkt, wo er in Erscheinung treten sollte, dass man erstmal anderen Charakteren die Möglichkeit gibt, dass man erstmal die Story sich weiter ausbauen lässt und so weiter, dass wirklich das Ganze erstmal seinen Weg finden kann und dann kommt Arthur und rasiert da komplett. Natürlich muss man schauen, wie man das halt strukturiert und wie man das zeigt. Ist klar, dass wenn Arthur jetzt seine Kraft bekommt in 10 Kapiteln oder so und dann den Dämonenkönig oder Zeldris oder wen auch immer einfach one-shottet, dass das nicht so nice ist. Das sehe ich genauso, das finde ich auch nicht cool, aber man muss einfach schauen, wie das Ganze halt einfach dargestellt wird. Und bei Arthur gibt es zwei Möglichkeiten, wie man diesen Charakter generell in die Story einbauen könnte. Zum einen gibt es da die Möglichkeit mit den Induras, dass er mit Ban und den anderen halt die Induras bekämpft, aber dadurch, dass wir jetzt halt in diesem Kapitel die Information bekommen, dass dieser See bei Salisbury, Excalibur und vorhin im Chapter mit Mama Hawk diese ganzen Informationen bekommen mit dem einen König, dass er erwachen wird, dass er wiedergeboren wird, bla bla bla, diese ganze Thematik, dass das alles hier jetzt die letzten paar Chapter einfach reingeballert wird,
zeigt mir nur als Leser, okay, der wird definitiv für den Endkampf bereitgestellt, für Zeldris, für König Zeldris, für den Dämonenkönig oder vielleicht auch für Supreme Deity, je nachdem, ob da noch ein Gegner kommen kann, nach diesem, der jetzt hier in dieser Story dargestellt wird, nämlich König Zeldris. Dementsprechend ist Arthur so oder so 100% am Ende dran beteiligt und das auch berechtigt. Wie gesagt, arthurische Legende ist halt einfach der Grundbaustein für Nanatsu no Taizai und jeder, der das nicht wahrhaben will, der, keine Ahnung, soll halt gehen. Ganz einfach, so ist das halt. Das war schon immer gesagt worden von Nakaba, von dem Mangaka ausgehend. Von daher muss man sich jetzt auch nicht darüber beschweren, dass Arthur halt die Wichtigkeit hat, die er in dieser Serie auch verdient, meiner Ansicht nach. Man hat natürlich noch einen anderen Charakter, der genauso ein großes Fragezeichen in der letzten Woche hinterlassen hatte und das ist Escanor. Ich finde, Escanor ist genauso wichtig für diese Story, weil er so ziemlich das größte Geheimnis der Serie beinhaltet. Man weiß halt nicht, warum hat er Sunshine gehabt, was hat das Ganze mit Escanor auf sich so ziemlich und warum ist das halt der Fall. Und dementsprechend werden wir sehen, was aus Escanor wird, ob er gegen die Inuas kämpfen wird, wenn er Maed Segen wieder bekommt, ob er seine eigene Kraft entfesseln wird, was da genau los ist, das werden wir alles sehen. Mehr kann ich aber aus aktueller Sicht noch nicht sagen, kann ich nicht einschätzen, weil es absolut fraglich bleibt, welche Richtung Escanor einschlagen wird. Das Ganze wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden. Es gibt auch an dieser Stelle wieder zwei Möglichkeiten, genauso wie bei Arthur, nämlich einmal der Indura-Weg, dass er die Seven Deadly Sins unterstützen wird oder die restlichen Sins halt, Meliodas eben nicht, oder dass er für den Hauptkampf ebenfalls vorbereitet wird oder hineingebracht wird. Dementsprechend halt genauso wie Arthur diese beiden Richtungen. Ich denke, Arthur wird definitiv für den Endkampf bereitgestellt und Escanor vielleicht für die Indoras, je nachdem wie wichtig die Indoras werden beziehungsweise wie stark diese werden. Aber Supreme Deity ist ein ganz, ganz großes Thema. Diese wird in diesem Kapitel auch nochmal ganz, ganz kurz erwähnt. Und da kommen wir direkt zum nächsten Thema, wenn es so um den Heiligen Krieg oder auch direkt um Supreme Deity und Dämonenkönig geht. Der Meliodas spricht mit seinem Vater über diesen Heiligen Krieg, was das denn überhaupt soll, warum man diesen Krieg überhaupt verursacht hatte und ob das überhaupt alles so seinen Sinn hat, Hand und Fuß hat und so weiter. Und der Dämonenkönig sagt dann halt, dass Meliodas seine Klappe halten soll, dass er nicht großartig darüber reden soll oder er soll die Klappe nicht weit aufmachen, weil er war ja selber daran beteiligt, viele vom Gottesclan abgemurkst zu haben, abgeschlachtet zu haben. Meliodas hat ja damals viele umgebracht, wo wir halt auch zum Beispiel die ganzen Flashback-Stories und so weiter bekommen haben von Esther Rossa zum Beispiel, wo wir dann gesehen haben, okay, die ganzen Visionen und so sind ja fake oder die stimmen ja nicht so großartig überein, aber dass Meliodas viele vom Gottesclan, viele Mitglieder abgestachtet und getötet hat, das stimmt ja soweit und Meliodas sagt hier in diesem Kapitel auch, dass das der Wahrheit entspricht und so weiter, beziehungsweise wir sehen in diesem Kapitel, dass das Ganze Meliodas als Person sehr verändert hat und das finde ich sehr, sehr gut in diesem Kapitel dargestellt. Generell ist das halt auch meiner Ansicht nach ein Grund dafür, warum dieses Kapitel so kurz ist, weil wir sehen, wie viel Detailarbeit Nakaba in dieses Chapter, in dieses eine Chapter, in diese paar kleinen Seiten einfach steckt, ja. Es ist ein kurzes, knackiges Kapitel, aber es ist viel mehr als das. Wir sehen quasi alle Charaktere aus der gesamten Geschichte, die Meliodas verändert haben. Irgendwelche Randoms sogar, die ihn verändert haben als Charakter, der damals noch so kalt war und alle abgemurkst hat, jetzt aber zu jemandem geworden ist, der Freunde hat, der die Liebe erfahren hat und so weiter. Wir sehen das in zwei sehr, sehr schönen Bildern, in zwei sehr, sehr schönen Panels, wie Meliodas einfach entschlossen geworden ist, wo er noch im letzten Kampf an seinem Selbstvertrauen einfach genagt hatte und sich nicht sicher war, ob er den Kampf gegen seinen Vater aufnehmen kann, ob er das alles überhaupt schaffen wird, ob er Elizabeth retten kann, steht er jetzt in diesem zweiten aktuellen Kampf einfach komplett entschlossen da und das finde ich einfach absolut nice von der Entwicklung her. Ich finde, dieses Kapitel ist sehr bedeutsam, sehr symbolisch für Meliodas Charakterentwicklung, für seinen Aufbau generell bis zum Schluss, wie er sich gemacht hat als Charakter und das wird in diesem Kapitel einfach sehr, sehr gut dargestellt und visualisiert. Fand ich sehr, sehr cool, so viele Charaktere nochmal wieder zu sehen. Auch wirklich, da muss man echt mal drauf achten. Ich will nicht jeden Charakter jetzt aufzählen, aber da sind sehr, sehr viele Charaktere mit dabei. Wirklich
natürlich auch Charaktere, wo man sich gedacht hätte, okay, jetzt krass eigentlich, dass diese Charaktere auch dafür wichtig waren, für diesen einen bedeutsamen Moment für Meliodas, wo man eigentlich gedacht hätte, okay, diese Charaktere haben mit ihm jetzt nicht so wirklich viel zu tun, aber das ist tatsächlich der Fall, dass Meliodas wirklich hier an alle denkt und dann ballt er halt wirklich auch die Faust zusammen und kämpft gegen seinen Vater in Zaedrys Körper und kann ihm dann halt auch einen Schlag versetzen. Damit endet das Kapitel. Man hat hier halt diese Auseinandersetzung, dass dieser Krieg zwischen Dämonenkönig und Supreme Deity ausgeartet ist, dass das nicht mehr ein Krieg zwischen Dämonenkönig und Supreme Deity ist, dass das Ganze einfach zu viel geworden ist und dass man halt auch ein bisschen sieht, wie der Dämonenkönig eigentlich gestrickt ist, dass er nichts einsieht, dass er einfach komplett böse ist. Ich bin sehr gespannt, ob man da vielleicht die nächsten paar Kapitel in Richtung Meliodas Mutter gehen kann, dass man vielleicht sagen kann, okay, daher kommen vielleicht die Emotionsrichtungen von Zaedrys und Meliodas, deswegen können die sich überhaupt für Liebe und sowas generell interessieren, weil das kommt ja nicht einfach von irgendwoher, einfach zufällig. Bei Meliodas hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, das ist dem Zufall überlassen, dass Meliodas sich für sowas interessiert und Elizabeth dann halt einfach toll findet, aber Zaedrys ist halt quasi genau der gleiche Fall, also das ist halt genau das gleiche und der Dämonenkönig als Vater ist halt überhaupt nicht so, also von irgendwo muss das ja herkommen, von daher denke ich, könnte man da auf jeden Fall einiges mit der Mutter machen. Also ich erwarte da schon wieder einige Twists von Nakaba, aber ich bin sehr gespannt, ich denke, er wird mich da nicht enttäuschen, ich glaube, er wird da auf jeden Fall einiges packen. Dieses Kapitel sehr, sehr kurz, dieser gesamte heilige Krieg ist jetzt zwischen zwei Dämonenkönigen, der Vater von Meliodas, also der Dämonenkönig sagt auch, es ist kein Platz für zwei Dämonenkönige in dieser Welt und daraufhin entgegnet Meliodas recht am Anfang des Chapters, es ist hier überhaupt kein Platz für irgendeinen Dämonenkönig. Von daher finde ich das als Konter ziemlich nice dargestellt. Diese ganze Kriegsthematik wird generell in Frage gestellt und das finde ich sehr, sehr cool in diesem Kapitel dargestellt einfach. Generell wird das hier cool gezeigt. Elizabeth hat sehr, sehr wenig gemacht, aber es geht hier sehr stark um Meliodas Charakter und um das, was halt kommen wird. Ein Aufbaukapitel, wie ich finde, und ein detailliertes Kapitel, wenn man so ein bisschen auf die einzelnen kleinen Details in den Panels wirklich drauf achtet und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Chapter, wie ich finde, und man merkt einfach, wie viel Arbeit da drin steckt. Ansonsten wäre es das erstmal von diesem Video soweit gewesen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch kommen wird Richtung Escanor, Richtung Arthur. Hatte ich ja gerade so ein bisschen aufgelistet, dass da einiges noch im Gange wäre. Meliodas kämpft hier nicht auf Nakama-Power, sondern wirklich auf der Kraft seiner eigenen Entwicklung ausgehend, ja, dass er wirklich diese ganzen Charaktere in sich trägt. Symbolisch sind die natürlich für seine Kraft da, aber es ist seine Entwicklung, die ihn hier stark gemacht hat und nicht irgendwie seine Freunde im Nakama-Sinne, ja, in Fairytale-Sinne jetzt wirklich, wo die Kraft der Freundschaft wirklich eine Kraft ist, so einen auf den das wirklich überhaupt gar nicht, sondern es geht hier wirklich um den bedeutsamen Entwicklungspunkt von Meliodas, wie er sich über die ganze Geschichte hin entwickelt hat und wie er halt bis heute geworden ist oder wie er sich einfach verändert hat. Ich finde das wirklich sehr, sehr stark in diesem Kapitel dargestellt und der Dämonenkönig hat jetzt ein bisschen zu strugglen, ohne Spaß. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Es wird wahrscheinlich ein episches Hin und Her geben, genauso wie beim Kampf davor, wo man auch nicht wirklich sagen konnte, wer von denen ist jetzt wirklich stärker. Da war Emotion Meliodas mal auf der guten Seite, dann wieder der Dämonenkönig am Dominieren. Also es war immer so ein ewiges Hin und Her. Ich denke, das wird jetzt hier an dieser Stelle auch der Fall sein. Denn eine Sache sei auf jeden Fall gesagt zu diesem Kampf. Das Ganze beginnt ja hier jetzt erstmal mit diesem Chapter. Meliodas ist noch in der Base-Form und damit nicht in der Dämonenkönig-Form. Und er hat gerade mal einen Schlag gelandet. Das heißt, hier wird auf jeden Fall einiges kommen, hier wird einiges kommen und Meliodas wird dann noch in seine Form übergehen müssen. Ich denke, der Dämonenkönig wird auch wieder auf einige Tricks zugreifen, einfach weil Elizabeth dabei ist, weil es sehr wahrscheinlich ein Fehler sein wird oder war, dass Meliodas sie mitgenommen hat zum Kampfgeschehen, denn drei Dinge kann er definitiv nicht gleichzeitig machen. Erstens den Fluch vernichten, zweitens gegen seinen Vater in dem Körper seines Bruders kämpfen als Dämonenkönig und drittens halt generell
Elizabeth zu beschützen. Das sind drei Dinge, die kann er nicht gleichzeitig machen und da braucht er definitiv Unterstützung. Deswegen sind solche Charaktere wie Escanor und Arthur halt wichtig, dass diese aufgebaut werden am Rande für den finalen Kampf, weil die anderen Seven Deadly Sins halt alle bei den Indoras sind. Von daher, das wäre es erstmal gewesen. Wegen dem See macht es halt auch Sinn, dass Arthur da am ehesten mit eingebaut wird mit dem Excalibur-Schwert. Von daher, ich bin sehr gespannt, was da kommen wird die nächsten paar Wochen, die nächsten paar Kapitel. Lasst mir gerne eure Meinung zu diesem Chapter in den Kommentaren da. Schreibt mir eure Gedanken einfach mal unten rein. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Damit würde ich sagen, wäre es das jetzt von diesem Kapitel. War auf jeden Fall wieder ein bisschen länger an dieser Stelle, auch wenn es ein kurzes Kapitel war. Aber ich wollte euch einfach einen Eindruck vermitteln, was dieses Kapitel eigentlich verdeutlicht. Dementsprechend gibt es morgen wieder um 19 Uhr einen Livestream. Ihr kennt die ganze Geschichte. Und am Donnerstag gibt es ein ausführliches Video über Meliodas und über Zeldris, über die beiden Söhne schlechthin vom Dämonenkönig. Da sprechen wir mal ein bisschen über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten und wie die sich so entwickelt haben. Gehen wir ein bisschen auf die Bindung von den beiden ein und dann sprechen wir da ein bisschen drüber. Ansonsten wäre es das gewesen. Haut rein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.